Tierfreundinnen und Tierfreunde. Eine Vermittlungsnachricht gibt es in unserer heutigen Folge noch nicht. Der Fall Frieda, vorgestellt am vergangenen Freitag, ist noch nicht geklärt. In einer der nächsten Folgen werden wir wieder darüber berichten. Heute stellen wir zwei ganz verschiedene Katzen mit unterschiedlichem Schicksal vor. Den Anfang macht ein schwarz-weißes Katzenmädchen von ungefähr einem Jahr. Sie wurde in Gotha in einer Gartenanlage gefunden. Eine Gartenbesitzerin hatte das Kätzchen versorgt, doch als es Winter wurde, wollte sie das junge Tier nicht einfach allein im Garten zurücklassen. Mit nach Hause konnte sie es nicht nehmen, weil dort schon eine Katze wohnt, die sich mit Artgenossen nicht verträgt. So kam die Mieze zu Arche Noah und sitzt nun ziemlich schüchtern in ihrer Quarantänebox. Sie wurde im Tierheim gechippt und kastriert. Für das Miezchen, das Freiheit von Geburt an gewöhnt war, wird nun ein Zuhause gesucht, wo es auch Freigang genießen kann. Ein Plätzchen im Haus darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist ja noch ein junges Katzenmädchen und wird sich liebend gerne an neue Streichelhände gewöhnen. Vorstellungen suchen die Mitarbeiter der Arche Noah Katzenfreunde, die einer älteren und ängstlichen Katzendame eine Chance geben. Die schöne dreifarbige Katze wurde im Jahr 2006 geboren und lebte seitdem bei Frauchen als reine Wohnungskatze. Nun ist leider das Frauchen gestorben, was der älteren Katzendame ganz schön zu schaffen macht. In der Arche Noah sehr ängstlich und verteidigt sich des Öfteren mit ihrer Krallenwaffe. Die Mieze kannte weder Artgenossen noch viele andere Menschen. Jetzt ist es für sie schwer, zu fremden Menschen Vertrauen zu haben. Aber richtige Katzenfreunde sind auch meist gute Katzenversteher. Sie wissen, dass so eine verschüchterte Mieze viel Zeit braucht, um in einem neuen Zuhause anzukommen. Das neue Zuhause für das Sensibelchen soll ruhig und ohne Kinder sein, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Conny Herbel. Mit Artgenossen würde sich die Katze sicher nicht verstehen. Es gibt immer wieder Katzenfreunde, die eine verängstigte, schwierige Katze adoptieren und mit ihnen nach einer geduldigen Eingewöhnungszeit ein harmonisches Zusammenleben haben, rezitiert die Mitarbeiterin. Genau solche Menschen braucht die schöne Tricolor-Katzendame, um ihr Leben wieder genießen zu können.